Habe ich hier eine Arbeitsfläche. Davon wird jetzt dann da dran hängen, ein Bild machen. Ja. Machst du ein bisschen Straße, dass wir wissen, wo das hinkommt? Gut. Das passt nicht, du musst den Tür nochmal aufmachen, Alter. Weil es so wird einigen, so schräg hängen, weißt du? Gib mal gerade hoch erstmal ein bisschen. Okay. Ja. Davon will ich jetzt Bilder machen.
Okay, jetzt sind wir nicht so hoch hier, immer flach. Ja. Damit wir überhaupt runterladen kann, wenn man es passiert. Genau. So, immer da rein. Okay, die Anzeige scheint zu funktionieren. Noch grüner Bereich. Aber Grenze, Grenzbereich. Ja. Immer weiter, ich würde immer weiter reinziehen doch. Und das würde schon leicht schwenken, dass er nicht da kommt. Ein bisschen hier hoch hier, dass er Strom ablassen kann. Vor dem Auto hier. So, dann hebst du wieder das Ding ein. Dann soll ich wieder rein, weiter rein jetzt noch. Und weiter einziehen noch. Beides noch mal. Einziehen und schwenken. Und also wenn du den größten hast, immer einen Hebel dran lassen, an den Kran runterlassen. Ja, nicht, dass er rüberschwenkt. Ja. Ein bisschen reinnehmen, oder was? Ein bisschen reinschwenken und dann so jetzt wird das zumachen. Der rollt nicht. Gut, nenn ich. Also weil ich jetzt hier rauf, hier rollt. Ja. Ja, wenn wir festmachen, noch mal nach hier. Handbremse anziehen? Handbremse anziehen, ja. So, ja, ich muss nicht machen, aber ich kann nicht drauf klettern. Ich würde nicht drauf klettern. Ja, würde ich in deinem Alter auch nicht mehr machen. Nein, Spaß beiseite. Und dran ist gut. Habt ihr immer noch oben als Sigarden dran, den Haken. Thank you.
nie gebraucht. Siehst du? Kannst du das machen? Ja, das müsste man machen. Auf der anderen Seite auch. Ja, das musst du ein bisschen verstellen. So. Jetzt würde ich alles in Land bauen. Ich würde den Kran hier oben liegen lassen. Ich würde nicht runternehmen. Ich würde das super machen. Ich ziehe noch ein bisschen auf Spannung. Oder sollte man das eher nicht machen? Doch. Ich mache so, so kann man nicht weiter. Okay. Also er hätte ganz schön reingedruckt, das R3. Das glaube ich. Mal sehen, wie die Bohle schon aussieht, ne? Siehst du, wie die Bohle schon aussieht, ne? Ja. Ich hatte wahrscheinlich eine Bohle und eine Platte gelegt. Richtig, erstmal, dass es gerade ist und dann eine Platte und drüber. Ja.